ausbilden. So haben wir entwickelt die Sachen, die wir gerade brauchen, auch selber zusammen. Ja. Ja, auf der rechten Seite sind Sie noch die restliche Produktpalette. Das geht über die Komma 8 in den Endgeräten von mir bis zu 7er und zu 5er, die in dem Hell. Und dann haben wir noch die Komma 3 als Regalbox, Sideboard oder auch als Sideboard-Lautsprecher. Das haben wir auch. Das heißt aber, die kleinste wäre dann eher zu empfehlen mit diesem Teilabschluss-System, wenn man rein geht. Also, ja, die ist jetzt wirklich strategisch, wenn man so ausgeht, dann machen wir. Und geschlossenes Gehäuse auch, das ist so wie das Trocken abgestimmt, so mal das ist bei der Teilabdienung dann natürlich auch noch besser, weil man da einerseits ein bisschen mehr aus dem Bass rausholen kann und man hat auch noch Einstellmöglichkeiten bei der Bass, die immer nicht möglich sind, weil ich kann dem Lautsprecher noch die Position festlegen. Ja, immer die Übergangsfrequenz bleibt ist konstant, ne? Aber ich sage immer, wenn man jetzt freistehend oder wandnah oder in einer Ecke, ne? Und ich habe auch noch eine Bassabsenkung oder Anhebung. Und damit kann ich halt, auch wenn ich jetzt eine nicht unbedingt ideale Hörsituation habe, kann ich da auch noch eingreifen. Vor allem kann ich die Lautsprecher auch unterschiedlich konfigurieren. Der eine steht im Eck, der andere nicht. Ne? Dann stelle ich das einfach entsprechend ein und habe das dann eigentlich recht gut auskorrigiert. Ja. Bitte, bitte, bitte. Jetzt. Ich spiele mir auch ein bisschen was Flotteres aus der Ethno-Ecke von Dead Can Dance, The Song of the Stars. Voice. We make a rule for the spirits of heaven.